Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Ja, ja, Taka, Taka, Taka. Genau, wir reden mit dem Kollegen mal hier was. Karush Takar Kwawai. Midam Chachadam Sham. Winja Udam Gwanda Chayam. So, und du hast jetzt. Nur das kurz von dir geben. Ich dachte, du hättest eine Mission für mich. Hast du leider nicht. Gut, dann müssen wir weitermachen. Gut. Wir haben ja hier Möglichkeiten, mit Wegpunkten zu arbeiten. Mittlerweile so ein bisschen zumindest. Also ich würde mir gerne diesen Steinwachtlagerfeuer, das Ding noch hier holen. Damit wir halt die Möglichkeit haben, hier ein bisschen was abzukürzen. Weil wir ein bisschen weiter ins Land rein müssen. Also ich bin froh, dass ich diesen Wegpunkt habe, dass ich jetzt zumindest nicht mehr so viel laufen muss. Wir holen jetzt step by step die Wegpunkte ab. Den brauchen wir auch noch irgendwann. Auf jeden Fall. Aber erstmal würde ich sagen, wir gehen den da an. Okay. Los geht's. Ich brauche einen möglichen. Ja, 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 Taka, 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 Taka. Ich bin schon längst wieder weg. Irgendwie braucht er mich gerade nicht. Die letzte Keule habe ich, glaube ich, habe ich genug ich muss Pfeile machen, ne? Ich brauche ein Holz. Wir brauchen Holz. Und zwar Holz, Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holz. So, da ist noch wieder was Holziges. Das Gute ist, gut, ist in. Ach, unser Hund verfolgt uns, okay. Da ist Schurf. Wir brauchen noch, ja. Wir müssen ja auch jede Menge noch Schilf holen. Weil, wegen die Häuser. Um die Häuser irgendwann mal zu updaten. Auf die nächste Ausbaustufe zu bauen. Ich hoffe, das eine Haus brauchen wir 10 Schilf. So. Moni, kommst du jetzt noch mit oder bist du da jetzt irgendwie noch beschäftigt? Da bist du. Okay. Weiter geht die Reise. Komm. Das ist natürlich jetzt keine Garantie, dass wir jetzt natürlich, Moment, wo war das? Ja. Wir farmen immer mal wieder ein bisschen Zeugs nebenbei, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange das Let's Play hier dauern wird. Ist auch egal, wie gesagt, machen wir uns auch gar keinen Stress oder Gedanken drum und alles, haben wir dann jetzt bei der eh kein Limit. Warte mal, wir nehmen das mal mit, was ist das hier, was auch immer das ist. Das Freunde oder Feinde? Nur Freunde, okay, alles gut. Ja, ja, Entschuldigung, ich habe euch für Feinde gehalten. Aber ihr wart toll. Oh, was haben wir hier? Ein Adler oder was auch immer. Naja. Das ist auch wieder so ein. Kann ich das nicht tun? Warte mal. Das Blaue hat hier. Komm, Moni. Wir haben wieder einige Angreifer an Bord. Wir müssen wieder Venya befreien. Ich muss erst einmal im Arm ist mir ein. What the fuck?
Da finden wir den schon mal los, die Kollegen hier. Also da kommen jetzt noch zwei oder was? Nein, nein! Na, wahrscheinlich nicht viel mehr. Okay. Wunderbar, dann haben wir das befreit. Gut, dann geht's jetzt weiter. Mit unserer kleinen Reise zurück. Wenn ich hier mal durchkomme. Warte mal mit. Nee, wie gesagt, alles, was jetzt hier nicht zu gebrauchen ist. Ich gehe jetzt hier mal rechts. Weil ich will diese. Hier waren nur Bäume. Dass wir tatsächlich nichts brauchen, keine Mittel brauchen, um uns zu heilen, sondern kurz zweimal mit dem Finger knacken und die Lebensenergie wieder voll ist. So, warte mal, ich gucke gerade, ob ich hier meine Möglichkeit finde. Das ist Blut, das weiß ich auch, aber ich suche gerade meinen Pfeil wieder, oder was? Hier. So, weiter. Na, ist schon jetzt klar, letzte Keule. Aber das haben wir jetzt. Moment, wir haben ein bisschen was Zeugs da. So, perfekt. Dann haben wir wieder Speere. Und wir nehmen das Zeug mit. Das lädt sich hier gerade so ein bisschen ein. Wo gibt es denn jetzt wieder einen Wegpunkt hin? Haben wir da irgendwas zum Reiten oder was? Hä? Moment. Da oben muss irgendwas sein. Das machen wir auch noch schnell. Tut die Angreifer und Retter die Gefangenen, wenn ja. Wie gesagt, die müssen wir auch noch machen. Das müssen wir ja machen, um unser Dorf ein bisschen zu verstärken. Geh drauf. Hau jetzt, Wendy. Und du greifst jetzt mal kurz die Jungs da oben an. So. Haben wir jetzt hier irgendwas zu machen noch? Oder was sieht das jetzt aus? Wir müssen noch was ver... Ah, hier steht der Kollege. Oh Gott, du bist befreit. Wir haben eine neue Trophäe bekommen, die Stadt entwickeln. Ist man jetzt gut hier oder was?
So, alles mitnehmen, was sie hier so rumliegen haben, die Kollegen. So. Der hat den im Fuß hängen. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an, habt ihr den ersten Kindsköpfe-Film gesehen? Mit dem Pfeil, wo die den nach oben schießen, wo der eine den im Fuß kriegt? Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen gerade. So. Genau, wir wollen irgendwie noch diesen, ich will den Wegpunkt da oben haben. Weil wir da nicht halt ein bisschen durch die Gegend reisen können und uns eine... Scheiße. Headshot. Aua. Und tot. Beide. Da sind aber noch mehr. Und mein Kollege, da hole ich mir direkt mit. Weil, ihr wisst jetzt, warum ich versuche halt auch alles mitzunehmen hier an den Stücken mittlerweile. Ja, naja, auch wenn du gesagt wurde, ja, sammel. Aber wie gesagt. Oh, ein Hundi. Ein anderes Hundi. Ja, alles mit. Ich werde jetzt zwischendurch. Hallo, Kolleg. Machen wir es so halt. Mein Gott, machen wir das mal gut. Den hat es eh schon relativ einfach sein. War da nicht noch, einer? Da. Hast du gut gemacht, Hundi? Na, was ich eigentlich gerade noch anmerken wollte, dass wir zwischendurch noch auf ein paar Udam-Krieger treffen. Oder auf ein paar freie Stämme, das ist durchaus klar. Was auch immer der mitnimmt. So, wir wollen weitermachen. Der hat eh Angst, komm her. Holz mit dem. Holz. So, weiter geht die Reise. Wir wollen eigentlich, wie gesagt, nur. Ah, das sind befreundete Wendekrieger. Okay, dann sind wir mittlerweile auch schon soweit. So, dann das und das. Und wir gehen da hoch weiter. Ja, ich will das kurz mitnehmen da nur. Und alles nur für so ein blödes Lagerfeuer. Und alles nur für so ein Lagerfeuer, wisst ihr? Feuer brennt. Klatsch! So. Headshot. Easy. Und wir haben den nächsten Schnellreisepunkt. 3 von 16 haben wir mittlerweile. Ja, wir haben noch ein bisschen zu tun in diesem Let's Play. Es wird zwar kein 100% Let's Play, das wird klar sein, aber wir haben ein bisschen zu tun noch.
haben, ne? Steinwacht. Wir müssen Fähigkeiten mal langsam auswählen. Nämlich vier Punkte, vier Dings. So, was nehmen wir denn hier mit? Ja, nehmen wir mit. Das ist wichtig. Teilweise Gelehrte, wieso das man regeneriert sich automatisch viel schneller. Das ist wichtig. Das ist nicht unwichtig. So. Da haben wir ein Dings für die Eule. Da wir den Punkt ja jetzt haben, reise ich dorthin. Wenn ich ehrlich bin, haben wir nicht drei? Haben wir nur drei? Es ist mehrere. Ja, wir haben ja mittlerweile schon eins, zwei, vier, fünf sehe ich gerade. Inklusive Dorf sind sogar sechs. Also wir haben eigentlich. Sind es nur drei Stück? Ich dachte, es wären nicht mehrere. Ja, das Leuchtfeuer habe ich ja schon gemacht. Also, wie gesagt, das Einzige, was noch jetzt noch fehlt, ist dieses das Leuchtfeuer hier. Und dann hätten wir zumindest alles, was wir hier so ein bisschen. Weil der Weg nicht so weit ist, ne? Sollen wir hier? So rüber ist vielleicht. Okay, das könnten wir theoretisch auch machen noch in der nächsten Folge. Weil ich will ehrlich gesagt irgendwann mal auch den Handwerker hier holen. Weil dann kann man nämlich die Kralle machen. Jetzt weiter, dann reisen wir dorthin. Und dann heißt es in der nächsten Folge. Genau, in der nächsten Folge nehmen wir nämlich das Ding hier mit. Ah, warte mal. So, das Ding da mit. Sind tatsächlich nicht so viele. Da oben. Der ist das mit dir heute voll. Okay. So. Wisst ihr, und deswegen sammle ich heute Holz. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei. Ach, Huni mag Schreichanleiten. Okay, Huni kriegt Schreichanleiten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal in der nächsten Folge, ja. Und dann machen wir das Ding hier mit dem gefährlichen Ort, also der den Stammeskonflikt. Reisen weiter zu den brüllenden Fällen Leuchtfeuer. Also das, wie gesagt, die zwei Teile machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns auch langsam mal wieder ein bisschen an der Hauptmission widmen, und zwar Burger den Handwerker töten. Beziehungsweise nicht töten, sondern ich muss ja durchgewählt, dass wir auch eigentlich mal diese Bergkralle haben, damit wir auch mal schnellere Abhänge nach unten kommen können. Naja, bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry Primal.